Das Hauptabtrennen? Jetzt bist du leise. Nein, Keks. Platz, Platz. Schön Platz. Wenn sie das Haupt abtrennen, nehmen sie das Stück Wild beim Lauscher. Genau, Platz. 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 Wenn sie ein Stück Wild abtrennen, nehmen sie das Wild genau beim Lauscher. Und genau Lauscher Ansatz schön rein. Aber das macht dann. Was? Und das Haupt ist abgetrennt. Genau Lauscher Ansatz. Besser so etwas zu halten. Dann reinkommst du eigentlich ganz einfach. Mit einem Bafa Rehbock. Jetzt zeige ich dann, wenn ich den Bock jetzt so habe. Und aus der Decke schärfe. Schnell drauf. Das ist beim Rehwild immer, wenn man das ältere Bock ist, weil da ist die Decken schon dicker. Der Seiten. Wie es da macht, ist endlich egal. Ich habe so die Decken getroffen. Da muss ich da unten. So, und jetzt holen wir den Unterast raus. Bei mir müssen wir ja den linken Unterast vorlegen. Wir sind außerschneiden, ich schneide da eine. Zum Lecker vor. Also Sie müssen sich vorstellen, der Unterast ist wie ein Scharniergelenk. Geht schnell. Das gleiche. Tun wir schon mal. Und jetzt zieht es einfach so aus. Und das war's. Und unter ist es ja draußen. Nur ja, der 5 hier wird er haben. So. Und jetzt kommt er auch zum Ausgucken. Hier habe ich einen Rehbock. Das wird ein zweijähriger Bock sein. Wie drehe ich das Haupt ab? Ganz einfach. Lauscher Ansatz. Messer leicht schräg Richtung Weitloch und dann schneidest du einmal ein. Schau's. Und das war's ja schon. Schau's. Und das Haupt ist abgetrennt. Sie sehen, der Knochen, der geht, macht da so. Da müssen Sie reinkommen. Jetzt bereite ich ihn vor fürs Abkochen. Da schneide ich da. Schauen Sie mal jetzt.
Da schärfe ich die Haut auf. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie mit dem Messer nicht auf die Zehen kommen, weil sonst schneidet vom Messer weg. Weg. So. Und wenn ich den so jetzt haben, dann stellen wir den Leckhauser. Da ist der kleinste Knochen, schaut, da ist das Zungenbein. Da ist es immer ein bisschen schwierig zum Durchschneiden, da muss man aufpassen. Das ist das Zungenbein. Da schauen wir den Leck raus. Und das ist das Unterkiefer. Für den Unterkiefer fahre ich erstmal auf der Innenseite vom Kiefer. Schneide rein, da haben wir das Gleiche. Das ist schön am Knochen entlang. Und dann mache ich das gleiche noch einmal an der Außenseite. Wichtig ist immer, dass man da auch blau schneidet. Und dann drücke ich es raus. Dann haben sie es. Naja, so ein 4-jähriger Rehbock. Gell? Vielleicht hat er 5. Jetzt will ich noch einen. Wieder das gleiche. Ja, das ist schon ein guter Rehbock. Das ist schon ein starker Bock, das, ja. Ich schneide da auf. Aber der ist nicht alt. Mal so. Schaut, die Decke ist ja ganz schön stark da am Haupt. Das ist ja so, aber. Jetzt stellen wir wieder den Leck raus. Das ist Zungenbein drin und da kommen wir besser. Das geht schon so. Dann die Innenseite vom ESA, Mondost.
Und jetzt schneide ich die Innenseite, die Außenseite. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte abonnieren Sie mich. Alles Jagd und ein kräftiges Wettmarseil. Ihr Profimetzger Ralf.